Küchengespräche. Der Podcast zu Kulinarik und Genuss. Mit Verantwortung gegenüber der Natur. Mit Küchenfreundin Isi und spannenden Gästen zum Thema Essen. Ich bin heute zu Gast bei Helga und Reinhard Wetter. Sie bauen alte Obstsorten an und produzieren daraus sortenreinen Apfelsaft und edle Obstbrände. Reinhard führt gemeinsam mit seiner Frau Helga den Betrieb in Missingdorf. Missingdorf liegt genau an der Grenze zwischen dem Wald- und Weinviertel in Niederösterreich. Wir sind hier gerade noch im Weinviertel. Ihr Apfelsaft und auch die Edelbrände wurden mehrfach prämiert und werden sehr gerne in der Spitzengastronomie serviert. Gute Qualität oder beste Qualität, ein nachhaltiger Umgang mit der Natur und das Bewahren alter Obstsorten liegen den beiden besonders am Herzen. Im Gespräch bin ich heute mit Reinhard Wetter und wir sitzen hier in einer gemütlichen Wohnküche. Draußen ist es schon ziemlich kalt, die Apfelernte ist vorüber und jetzt hat der Reinhard auch endlich Zeit für ein Gespräch, weil es war doch wieder eine, glaube ich, sehr anstrengende Saison, aber ein guter Apfelsaft ist herausgekommen und das ist das Beste. Lieber Reinhard, ich freue mich sehr, dass ich heute zu euch habe kommen dürfen und freue mich auf dieses Gespräch. Ja, wir freuen uns auch sehr, liebe Isi, dass du uns heute besuchst und dass ich mit dir über die Äpfel und über den Apfelsaft plaudern darf. Sehr schön. Reinhard, das Wichtigste. Was macht einen guten Apfel aus? Ein guter Apfel, es kommt einmal auf den Standort an, wo er wächst, auf das Klima. Es sind viele Faktoren, die wichtig sind, um einen guten Apfel zu produzieren. Vom Klima mal, wir sind sehr bevorzugt hier, wir haben zwar ein Trockengebiet, aber sehr früh kalte Nächte und dadurch große im Herbst Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht, die für die Aromabildung des Apfels sehr wichtig sind. Okay, das heißt, ein kühleres Klima begünstigt sozusagen den Aromenreichtum der Äpfel. Ja, in gewissem Maße schon. Mhm. Dann, wie ich den Baum kultiviere. Wir verzichten freiwillig auf mineralische Düngung. Das heißt, der Baum ist nicht so wuchsfreudig, er wächst langsamer. Er steht teilweise auf sehr kargen Böden, auf kalksandigen Böden oder Urgesteinsböden, wo nach 50, 60 cm Humus dann oft schon Schieferboden ist. Und die Äpfel sind in diesem Fall etwas kleiner. Aber der kleine Apfel ist sicher immer der aromatische. Ich habe dadurch auch einen höheren Schalenanteil und vom Aroma sicher der bessere Apfel. Der Boden ist eigentlich immer der gleiche. Also ich brauche nicht für andere Apfelsorten andere Böden oder gibt es da sehr wohl auch Differenzierung, dass jetzt, sage ich, ein Discovery einen anderen Boden braucht wie ein James Grief oder Kronprinz Rudolf Nein, oder was auch immer. Das ist, für den Apfel spielt das keine Rolle. Nein, das Apfel spielt für den Apfel. Apfel ist Apfel, also das ist egal wo, welche Sorte auf dem Boden steht, das schmeckt gleich. Es ist in dieser Weise schon ein Unterschied, in welcher Gegend. Es kann ein Golden Delicious oder ein Jonagold, weil wir den in Anbau haben, ein Jonagold aus unserem Gebiet viel besser schmecken wie jetzt ein Apfel aus der Steiermark, wo zum Beispiel mehr Niederschläge sind pro Jahr, oder aus dem Wiener Raum. Also die Gegend spielt schon eine Rolle, aber nicht der Boden unbedingt. Okay. Aber das heißt sehr wohl, dass es in der Steiermark andere Apfelsorten kultiviert werden, als es jetzt bei euch hier sind. Ist es in Niederösterreich? Naja, es werden ungefähr schon die gleichen Sorten kultiviert in Niederösterreich oder in der Steiermark, die für den Handel kultiviert werden. Aber in unserem speziellen Fall für den Apfelsaft haben wir eher seltene Apfelsorten gewählt, die früher einmal ein Thema waren, wie der Freiherr von Berlepsch war früher in unserem Gebiet eine Hauptapfelsorte, ist eigentlich dann komplett vom Markt verschwunden, weil der Markt heute vom Obstbauern verlangt Sorten, wo er eine größere Menge dann zur Verfügung hat, um diese dann den verschiedenen Geschäften anzubieten. Und der Bauer braucht auch Apfelsorten wie jetzt Golden Delicious oder Jonagold oder Gala,
die für uns, wie ein Gala zum Beispiel, würden wir nie anbauen für den Apfelsaft, weil er einfach sehr süß ist und sehr aromaschwach. Aber diese Sorten, diese Ionegolden-Sorten, die werden eben angebaut, weil der Bauer möchte einfach eine Ernte haben von, ich sage jetzt, 30.000, 40.000 Kilo pro Hektar, weil er im Grund vom Preis her ein sehr niedriges Preisniveau in Österreich herrscht und sonst eigentlich nicht auf seine Kosten kommt. Wie viel kriegt der Bauer, also so im Durchschnitt jetzt für den Handel, für seine Äpfel? Der Bauer kriegt im Handel für seine Äpfel in manchen Jahren oft nur 17 bis 25 Cent pro Kilo. Also extrem wenig, also das extrem heißt, er wenig. Muss auf die Menge gehen. Er muss auf die Menge gehen, das müssen wir in unserem Fall nicht, sondern uns ist wichtig, dass wir diese alten Sorten haben und da sind eben auch Sorten drunter, die alternieren. Das heißt, ein Jahr haben sie eine reiche Ernte und ein Jahr ist der Baum fast leer. Das ist wie ein Cox Orange, ein Freier von Berlepsch, sie rasten ein Jahr. Okay, das heißt tatsächlich so, dass ihr nicht jedes Jahr die gleichen Mengen Apfelsaft pro Sorte habt, sondern wirklich, das ist klarerweise davon abhängig. Wir können dem entgegenwirken, dass wir gestaffelte Bäume auspflanzen in verschiedenen Jahren, sodass wir immer eine gewisse Ernte von dieser Sorte haben. Okay. Du und Reinhard, du hast mir auch erzählt, schon in unserem Vorgespräch, dass ihr natürlich eine wesentlich geringere Ausbeute habt pro Hektar als jetzt die vorher erwähnten Bauern, die natürlich auf die Masse gehen, damit sie ja einen entsprechenden Umsatz kriegen. Ihr habt ja eine Ausbeute, die liegt bei der Hälfte. Setzt sie auf Qualität? Und ihr schneidet es ja auch aus, also sozusagen zugunsten der Qualität im Sommer. Vielleicht kannst du das ein bisschen erklären, weil das finde ich sehr interessant, dass ihr eigentlich, wenn der Baum schon in voller, ja, wenn die Früchte schon da sind, dass ihr dann sehr wohl schaut, je nachdem, wie auch das Wetter ist, wie viel Regen ist, wie ihr da die Ausbeute erhöht und wie man das eigentlich macht. Ja, es ist so, wenn dann der Apfel am Baum ist, im Juni ist der sogenannte Juni-Fruchtfall, wo auf natürliche Art eine gewisse Menge an Bäumen, gewisse Menge an Äpfeln herunterfällt. Aber das ist oft zu wenig. Das Blütenbüschel besteht aus mehreren Blüten und in der Mitte ist die zentrale Blüte, die zentrale Frucht, die Königsfrucht und rundherum die Früchte sind dann eher kleiner. Bei manchen Sorten wie Ionegold bleibt oft die zentrale größere Frucht am Baum und die rundherum die kleinen fallen ab. Das kann man jetzt steuern, indem man chemische Ausdünnungen macht, um eine Ertragsreduktion durchzuführen. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen nicht unbedingt Chemie auf die Bäume bringen, sondern wir lassen einmal den natürlichen Fruchtfall im Juni stattfinden und dann wird zusätzlich dann mit kleinen Handscheren noch unterentwickelte Früchte, zu viele Früchte vom Baum heruntergezwickt. In den Monaten meistens Juli oder manches Mal auch Anfang August. Und hier achten wir wieder, wie ist das Wetter, wie ist die Vegetation in diesem Jahr. Haben wir viele Niederschläge, dann kann man unter Umständen ein bisschen mehr oben lassen. Ist das Wachstum des Baumes eher schwächer, dann wird man weniger oben lassen. Das kann man hier noch immer differenzieren und kann auch noch knapp vor der Ernte Äpfeln abwerfen. Aber damit schaut sie einfach, dass sozusagen die volle Kraft des Baumes im jeweiligen Apfel ist, dass die Äpfel, die oben sind, einfach wirklich aromastark sind. Dass die aromastark sind und die wir dann auch eigentlich für die Farbe dann brauchen. Das sind die wichtigsten dann. Ja. Und Chemie kommt eigentlich bei euch so gut wie gar nicht zum Einsatz. Na, Chemie jetzt von der Ausdünnseite, es kommt schon Chemie zum Einsatz, aber nur zu Beginn der Vegetation. Also wenn das Leben am Baum erwacht, das heißt, wenn die ersten Blätter heraussprießen, bis zur Blütezeit verwenden wir etwas Chemie, also Pflanzenschutz für pilzliche Krankheiten, aber dann stellen wir diese Behandlungen ein. Natürlich, jeder weiß, der Apfel kann wurmig werden. Zu diesem Thema arbeiten wir dann, wir sind ein kontrolliert integrierter Betrieb, der von der AMA kontrolliert wird. Aber wir verwenden zusätzlich biologische Maßnahmen. Das ist eben beim Apfelwickler die Pheromonfallen. Da gibt es verschiedene Typen. Wir verwenden halt das sogenannte RAC3. Das heißt, es ist ein Pheromon, das ungefähr 550 Dispenser werden pro Hektar aufgehängt.
Und das bewirkt dann, dass wenn dann der Apfelwickler fliegt, der fliegt dann meistens zwei Generationen während der Vegetationszeit. Und diese Pheromone haben konzentrierten weiblichen Duftlenkstoff der weiblichen Apfelwicklerfalter drinnen. Und das Apfelwicklermännchen, das dann fliegt, wird durch diesen erhöhten Duftstoff so verwirrt, dass es nicht das Weibchen findet und dadurch findet keine Begattung statt und es werden keine befruchteten Eier auf den Bäumen, Zweigen, Früchten abgelegt und der Apfel wird nicht wurmig. Das ist eine ganz natürliche biologische Maßnahme. Okay. Und die wird gesetzt sozusagen am Anfang? Die wird durch den gesetzt, ja. Okay, sehr schön. Um jetzt weiterzukommen, okay, das ist die Produktion. Aber wenn man jetzt von der Produktion und von der Düngung und etc. jetzt zur Apfelsaftproduktion kommen, was ja eigentlich euer sozusagen Antrieb ist, ja auch Äpfel zu produzieren. Und ihr habt ja nur Äpfel aus eigener Produktion. Also ihr kauft ja für euren Apfelsaft keine Äpfel zu, sondern ihr nehmt ja nur die eigenen. Da ist meine erste Frage an dich, Reinhard, wie viel Apfel ist eigentlich in einem Apfelsaft drinnen? Weil euer Apfelsaft, und wir haben da schön am Tisch auch für die Zuhörer vier wunderbare Flaschen stehen, in 1 Liter gebinden von Cox Orange, Renette, Kronprinz Rudolf, Discovery und Grafensteiner. Also 4 schöne alte Sorten, zu denen du mir dann auch noch etwas erzählst. Aber wie viel Äpfel brauche ich eigentlich für 1 Liter? Also in unserem Apfelsaft, der ist zu 100% aus Äpfeln. Das heißt, wir brauchen für 1 Liter Apfelsaft ungefähr 2 Kilo oder oft auch 2,20 Kilo Äpfeln, um 1 Liter Apfelsaft zu produzieren. Das kommt auf das Jahr an. So wie die letzten 2 Jahre waren eher sehr heiß und sehr trocken, kommen wir dann oft auf Saftausbeuten von nur 45%. Das heißt, wir brauchen dann über 2 Kilo Äpfeln, um 1 Liter Apfelsaft zu produzieren. Und wie schaut es nur vergleichsweise in der Industrie aus? Wie viel holt die Industrie aus den Äpfeln aus? Die Industrie verwendet andere Pressmethoden und die holen dann teilweise 70% raus, 75%. Es ist so, dass wir noch nach der alten Verarbeitungsmethode arbeiten. Das heißt, dass wir arbeiten noch mit einer Backpresse. Das heißt, wir waschen die Äpfel, die werden dann gemust, zerkleinert und werden dann Schicht für Schicht gebackt, händisch von 2 Personen in Presstücher eingeschlagen. Mhm. Ungefähr 10 Schichten übereinander. Ich sage immer, das schaut aus wie ein Ildefonso. Und diese Menge wird dann schonend ausgepresst. Das heißt, nicht bis zum letzten Tropfen, sondern nur bis zu einem gewissen Grad ausgepresst. Und deswegen behält der Apfelsaft auch seine wunderbare Farbe, weil die Zuhörer sehen es nicht, aber darf ich einmal einen einschenken? Ja, gerne. Also es ist ein wunderbar schön klarer Apfelsaft, der eigentlich nichts zu tun hat mit diesem braunen Saft, den man jetzt aus dem Tetrapack, also den klassischen Apfelsaft, wie man ihn kennt. Also es ist wirklich ein hellgelber, klarer, feiner Saft, den ich jetzt eingeschränkt habe. Das war der Cox Orange Renette. Ich werde ihn auch gleich probieren, gerne. Reinhard, wenn ich darf. Er riecht schon so köstlich und macht schon so wunderbare Schlieren am Glas, als wie wenn ich irgendwie einen feinen Wein eingeschenkt hätte. Fein. Es ist wirklich der pure Apfel im Glas und das fasziniert mich. Ich kenne ja eure Apfelsäfte schon sehr lange und nur vom Geschmack her dieses säuerlich-süße, es ist eigentlich ein bisschen wie eine Nachspeise. Man braucht eigentlich kein Dessert mehr, wenn man, jetzt sage ich gerade in dem Fall des Cox Orange, wenn man den trinkt, das ist so fein und darüber haben wir auch noch nicht geredet, Reinhard, was mir so gut gefällt ist, oder was auch für die Qualität maßgeblich ist. Es kommt ja kein Apfel rein, der irgendwann einmal am Boden gelegen ist. Vielleicht magst du das auch noch ein bisschen ausführen, dass das ja auch das Besondere ist, jetzt nicht nur wie ihr anbaut, sondern auch wie die Apfelernte vonstatten geht. Welche Früchte dürfen denn da überhaupt in die Flasche hinein?
Ja, es darf nicht jede Frucht hinein. Das heißt, je nach Sorte haben wir bis zu 5 Erntegänge. Wie wir den Cox Orange jetzt vor uns haben, wird oft 3-mal durchgeerntet. Das heißt, wir nehmen immer von der Sonnenseite eher die voll ausgereiften Äpfel herunter, warten dann noch eine Woche oft, bis die anderen, die nicht so optimal sind, ihre Reife erreicht haben und ernten dann ein zweites Mal und manches Mal ein drittes Mal. Und dann kommt es natürlich bei manchen Sorten auch vor, dass uns dann der Rest, der auf dem Baum hängt, gar nicht gefällt und die bleiben einfach dann oben hängen. Fällt für uns ein Apfel auf den Boden, dann ist es für uns eigentlich vorbei, dass wir ihn verwenden. Wenn er jetzt beim Pflücken runterfällt, dann kann man ihn nehmen. Da ist eine Momentaufnahme, dass er runterfällt. Aber so weiß man nicht, wie lange liegt der Apfel schon am Boden. Der kann 2-3 Tage liegen auf einem feuchten, nassen Grasboden oder erdigen Boden und kriegt dann Nebentöne, die wir eigentlich nicht wollen. Unser Ziel ist es, dass wir einen Apfelsaft produzieren, der komplett klar und rein schmeckt nach der jeweiligen Sorte. Und wenn man einen Schluck trinkt, dass man sagt, das schmeckt fein, gut, sauber, hat keine Nebentöne und dass man auch, dass also viele, die einen Bezug zu dieser jeweiligen Apfelsorte haben, auch erkennen können, wenn sie einen Schluck getrunken haben, das ist ein Cox Orange oder das ist ein Kronprinz Rudolf. Was wir oft bei Verkostungen, wenn wir irgendwo unseren Saft präsentieren, sehen, dass der Gast oder der Kunde einmal probiert und sagt, das schmeckt herrlich, dieser Kronprinz. Und es kommen dann immer wieder Erinnerungen an die Kindheit und an frühere Zeiten. Dann haben wir einen Baum im Garten gehabt, bei meinen Eltern und der war so gut. Es ist irgendwie ein Bezug zu dieser Sorte da. Das war auch der Grund bei der Auswahl der alten Sorten, das natürlich ein Anliegen von uns ist, diese zu erhalten und nicht nur auf die modernen, neueren, reichtragenden Sorten zu gehen, dass ein Bezug ist von früher her. Ein Kronprinz haben viele Leute gehabt, einen Grafensteiner. Natürlich gibt es hunderte andere alte Apfelsorten, aber da sind viele dabei, die vielleicht einmal durch Zufall irgendwo in einem Garten sind, aber die meisten Leute nicht kennen. Aber einen Kronprinz kriegt man jetzt noch in manchen ausgewählten kleinen Bauernmärkten. Einen Grafensteiner wird man noch bekommen, einen Cox. Und dann ist doch ein gewisser Bezug dazu da. Du, jetzt schenke ich dir auch etwas ein, weil ich hätte gerne, dass du mir als Profi, oder ich übernehme das jetzt einfach, den Grafensteiner, der auch wunderbar ins Glas rinnt, was den eigentlich charakterisiert. Weil es haben alle wirklich diese schöne Farbe, ja, wobei man jetzt sagen muss, der Cox Orange ist jetzt ein bisschen heller eigentlich als der Grafensteiner. Ja, das kommt schon darauf an, auf die jeweilige Apfelsorte. Manche sind ein bisschen dunkler, manche ein bisschen heller. Wichtig ist eben, wenn man so sauber arbeitet, dass der Saft immer in Schwebe ist. Also man sieht keine Klumpen, nichts, das ist immer glasklare, saubere Frucht im Glas drinnen. Der Cox Orange ist eher sehr cremig, sehr fruchtig, hat ein ausgewogenes Zuckersäureverhältnis, duftet sehr gut. Der Grafensteiner ist wieder ein bisschen leicht säuerlich. Ja, den werde ich jetzt auch gleich nochmal probieren. Aber säuerlicher als der Cox Orange? Ist säuerlicher. Es kommt auf die Sorten an, aufs Jahr drauf an. Mhm. So wie heuer. Ja, frisch, haben wir viele Sonnenstunden. Dadurch sind die Apfelsäfte im Großen und Ganzen etwas säuerlicher. Etwas süßer. Aber ja, sehr fein. Es hat nichts mit dem zu tun, was man als Apfelsaft gespritzt im Wirtshaus kriegt. Das muss man ganz klar sagen. Und das ist ja das Faszinierende, nicht nur, dass jeder so seine besondere Note hat, das ist fast wie ein Wein, ja, also diese speziellen Geschmäcker, die da rauskommen, dieses pure Apfel, ja, Feeling ist ja ganz, ganz toll. Das bringt mich zu einer Frage. Also zuerst möchte ich gerne noch was wissen über den Grafensteiner, weil ich sehe, du hast da auch noch Informationen mit. Ja. Und vielleicht magst du da noch ein bisschen was erzählen, weil den kennt man doch. Genauso wie den Kronprinz Rudolf, das ist auch so eine alte Sorte.
Der Grafensteiner kommt aus Schleswig-Holstein. Den gibt es seit dem 18. Jahrhundert, seit Beginn des 18. Jahrhunderts und ist ungefähr bei uns in unserer Gegend so Ende August bis Anfang September zum Ernten, zum ersten Mal ernten. Ist ein sehr aufwendiger Apfel, den wir oft 6 Erntegänge durchführen. 6 Erntegänge. Weil das immer wieder nur gewisse Früchte, die optimale Reife haben und dann muss man wieder einige Tage warten. Was sich auch lohnt. Und die werden dann aber zusammengepresst, also nicht jedes extra, sondern man wartet, bis die gesamte Ernte einer Sorte abgeschlossen ist und dann lasst man manches Mal noch nachreifen. Unsere Devise ist, den Apfelsaft, den ein Kunde trinkt, der muss so schmecken, wie wenn er sich einen reifen Apfel vom Baum pflücken würde und in den hineinbeißt. So soll der Apfelsaft schmecken. Ja, ich glaub, Dann haben wir als Produzenten unser Ziel erreicht, dann sind wir zufrieden, wenn das so, so stattfindet. Du Reinhard, den Obstbaubetrieb, den gibt es ja nicht erst, den hat ja schon dein Vater gegründet, soweit ich weiß. Mein Vater war eigentlich ein Heimatvertriebener, meine Mutter auch, sind nach dem Zweiten Weltkrieg nach Österreich gekommen. Meine Mutter war Lehrerin und mein Vater war gelernter Kaufmann und hatte eigentlich vom Obstbau keine Ahnung. Und hatte dann als Knecht einige Jahre bei einer Bäuerin gearbeitet im Waldviertel und kam dann nach Missingdorf, wo ein Gutsbetrieb war mit Wald, Feld und auch Obstbau. Und dort war er als Arbeiter und weil er sehr tüchtig war und eigentlich das Thema Obstbau sehr interessiert hat, war er dann Betriebsführer und hat sich dann in den Jahren 1950, 51 dann selbstständig gemacht und hat die ersten Kulturen hier errichtet. Das waren damals James Grief war bekannt, im Freiherr von Berlepsch, Cox Orange. Das waren eine der ersten Sorten, die er damals angepflanzt hat. Und wie lange eigentlich? Ich meine, die Bäume, die dein Vater damals gepflanzt hat, gibt es da noch welche? Also die Bäume, die er damals gepflanzt hat, gleich zu Beginn nicht. Aber wir haben Bestände in unserer Anlage, die über die 42 Jahre alt sind, die ich noch gemeinsam mit meinem Vater, wie ich das Studium beendet habe, ich habe 75 maturiert und konnte eigentlich und durfte 78 den Betrieb schon übernehmen. Mein Vater hat gesagt, nein, ich soll machen, wie ich es gerne möchte, was ich vorhabe. Und da haben wir die ersten Kulturen, haben wir den Betrieb erweitert um die doppelte Fläche und von dieser Erweiterung sind noch immer Baumbestände vorhanden. Und tragen die auch noch was? Die tragen nach wie vor. Okay, das ist Cox Orange, auch wieder Freiherr von Berlepsch, die 42 Jahre alt sind. Super, und dass die auch noch tragen. Das bringt mich zu einem Thema, das vielleicht auch für Hobbygärtner interessant ist, die möglicherweise auch hin und wieder einen alten Obstbaum im Garten oder eben einen Apfelbaum im Garten stehen haben, der nimmer so trägt. Gibt es da eine Chance, dass man aus denen noch was rausholt? Ja, unbedingt. Also wenn ein Baum kein Wachstum mehr hat, dann kann man den Baum stärker schneiden, dass ich wieder Leben anrege, dass er wieder zum Treiben beginnt. Wenn jetzt einer einen Apfelbaum im Garten hat mit irgendeiner Sorte, die ihm nicht gefällt oder die schnell reif wird, wenn sie geerntet wird oder ihm nicht schmeckt, dann kann er ohne weiteres einen Apfelbaum auch umfädeln. Das heißt, auf eine andere Sorte, die er gerne hat, ich sage jetzt auf einen Kronprinz oder auf einen Jonagold. Er kann auch diesen Apfelbaum 3 Sorten draufgeben oder 4, wenn er möchte. Und wie geht das? Nur indem er, wenn ich einen stärkeren Baum habe, mit mehreren starken Seitenästen, dann schneidet er diese Seitenäste der alten Sorte ab, lässt ein paar sogenannte Zugäste stehen, das heißt Äste, die weiter den Saftstrom mir gewähren, und auf jeden dieser starken Zugäste pfropft er dann, wie man sagt, im Frühjahr einen Zweig mit zwei, drei Augen auf diesen alten abgeschnittenen Zweig auf und aus diesem aufgesetzten Zweig, wo 3-4 Augen sind, wächst dann die neue Sorte. Und das kann man ohne weiteres, wenn man einen Vorgarten hat und sagt, man will 4 Sorten, dann habe ich halt zu verschiedensten Zeiten kann ich von einem Baum Äpfel ernten. Ich kann mit einem Discovery beginnen und kann mit einem Dobas ernten und habe eigentlich den ganzen Herbst über eine Ernte mit einem Baum. Das ist ja toll, so einen Baum hätte ich auch gerne. Ja. Was ist denn eigentlich dein Lieblingsapfel von denen, gerade von den alten Sorten? Von den alten Sorten eigentlich
Alle schmecken alle. Natürlich ist der Cox Orange oder Kronprinz Rudolf ein Favorit für mich. Kronprinz Rudolf ist überhaupt ein sehr alter Apfel, der in der Steiermark gezüchtet worden ist. Also eine österreichische Sorte, eine sehr, sehr alte aus dem Jahr 1700. Und der von als Apfel schon optisch eine wunderschöne Optik bietet. Also er ist schön rot gefärbt, weißes, schönes weißes Fruchtfleisch und gedeiht auch jetzt in dieser Klimaveränderung, die wir momentan haben, dass es immer heißer und trockener wird, gefällt es ihm eigentlich, was wir jetzt sehen, nach 2 Jahren am besten, nach 2 extremen Jahren. Während wir ein Discovery, den ich eigentlich seit der Schulzeit mitnehme, ist der Discovery eine alte Sorte? Der Discovery ist eine alte Sorte, aber nicht so alt, der stammt aus dem Jahr 1949 aus England, eine Züchtung. Ich habe ihn von der Schulzeit, hat er mich schon fasziniert, weil es einer der ersten Frühäpfel war, die ich dort kennengelernt habe, die 14 Tage, 3 Wochen nach der Ernte halten und noch immer gut schmecken. Früher hat es gegeben den weißen Klarapfel. Das war ein Apfel, der, hat man ihm zu früh geerntet, war sauer, dass er ihn geschüttelt hat. Gut, oder? Nein, und wenn er ein bisschen reifer war, war er dann mehlig und ist aufgeplatzt. Und der nächste Vorteil, was dieser Discovery hat, dass er unter der Schale ein rotes Fruchtfleisch hat und diese rote Farbe sich dann im gepressten Saft widerspiegelt. Aber wir jetzt auch kurz einschenken, damit man sieht. Ja, man wird sie nicht mehr so sehen, weil eben durch den Klimawandel die Hitze und die Trockenheit ihm nicht so gut tun. Ach so, also deswegen sieht man es immer, weil ich kenne ihn noch, er ist ja dann so ein bisschen rosa. Er ist rosé, er wird gepresst im August und hat dann bis November wirklich eine Roséfarbe, wunderschöne Farbe. Die hat er jetzt eigentlich die letzten 2 Jahre verloren, weil es einfach zu heiß und zu trocken ist. Also das ist wirklich dem Klimawandel geschuldet, dass er das merkt nicht mehr man hier so eigentlich, gut ja. gedeiht. Und vom Geschmack her? Vom Geschmack her ist er genauso herb, fein, hat einen wunderbaren Duft nach dem Apfel im Glas, wenn man davon riecht und ja, auch im Geschmack. Ja, fantastisch. Ich probiere das also jetzt schnell. Man schenkt das im Glas ein und man riecht am anderen Ende des Tisches oft den Apfel. Sehr intensiver Apfel, ja. Geruch und Geschmack. Nur die Farbe fehlt ihm. Ja, ja, aber das war immer sehr hübsch, dieses Hellrosane. Daran hat man ihn auch ja, unterschieden zu den anderen, also wenn man ihn nur gesehen hat. Sehr schön. Aber auf den Klimawandel zurückzukommen. Ich weiß ja, ihr habt ja heuer im Sommer auch mit den Mäusen zu kämpfen gehabt. Also das sind schon neue Herausforderungen, denen ihr da gegenübersteht. Ja, es wird sich sicher nicht bessern. Es wird so, glaube ich, weitergehen in den nächsten Jahren. Und wir haben eben schon voriges Jahr ein ganz ein eigenartiges Phänomen gehabt, was wir eigentlich, seit ich den Betrieb habe, noch nie erlebt haben. Das heißt, wir hatten im Oktober Baumblüte. Der Baum ist einfach in der Entwicklung durch die Hitze und Trockenheit stehen geblieben. Und dann war es im Herbst ein bisschen feuchter. Und er hat die Sorte Jonagold, Elster, haben dann die Blütenknospen haben weitergetrieben wie normal, dann im darauffolgenden Jahr im April, Mai. Und wir hatten im Oktober Weißblüte. Das heißt, die Blütenbüschel waren voll offen. Es sind Bienen und Hummeln geflogen im Herbst 2018. Sowas hatten wir noch nie. Und daneben, neben den Blütenbüscheln, waren die vertrockneten kleinen Früchte drauf. Aber was bedeutet das für den Baum sozusagen, wenn er eigentlich im Frühjahr blühen sollte? Ja. Im Normalfall, wenn er dann im Herbst blüht, blüht er dann nicht mehr, nehme ich an. Nein, die Ernte ist verloren. Es gibt nächstes Jahr dann keine Ernte von dieser Sorte und von diesen Bäumen. Aber ja, das war das eine Phänomen, eben die Farbe, wie beim Discovery, oder heuer die Mäuseplage, die wirklich sehr extrem war. Also Mäuse, die sich mehrmals pro Jahr heuer vermehrt haben und auch sogar die Getreidefelder in unserer Gegend vom Straßenrand bis zu 4-5 Meter in das Getreidefeld hinein komplett kahl gefressen haben, wie wenn ein Mähdrescher eine Runde ums Feld gefahren wäre. Also das sieht man auch, also es wird sich da einiges noch verändern und es kann natürlich auch sein, dass manche Sorten dann nicht mehr so gut gedeihen in unserer Gegend, wie es auch den Winzer, den Weinbauern geht. Dass sich Umdenken die Sorten ist. Einfach ja. verändern ja. müssen, ja. Also, okay. Gut, wie man es ja am Discovery schon merkt, dass ihm einfach... Die Farbe, ja.
die Farbe jetzt noch abgeht. Das ist jetzt noch nicht so schlimm, das ist eine optische Geschichte. Nein, solange das so schmeckt, wie man es vorstellt. Aber natürlich sind das so erste Signale, die da in, ja, aber der Kunde war 30 Jahre gewohnt, dass der Discovery im Rosé ist und, ja, und sagte, ich möchte den leicht rot gefärbten Apfel, den es halt dann nicht gibt. Ja. Ja, welcher dieser wunderbaren Apfelsäfte, ihr liefert es ja in die ganze Welt, also ja, schon fast, oder bis nach Japan? Ja. Also. Ja, Japan, die möchten sehr gerne den Freiherr von Berlepsch, vom Geschmack her und den Tobas. Und warum? Hast du eine Ahnung, warum das so keine ist? Keine Ahnung, es waren zweimal Delegationen aus Japan bei uns, die sich den Betrieb angeschaut haben, die Bäume, die Äpfel zur Erntezeit und ja, ihnen hat eben am besten diese zwei Sorten geschmeckt und deswegen bekommen sie auch. Was zeichnet die zwei Sorten aus, dass man es vielleicht auf diese Art... Ja, der Freiherr von Berlepsch ist eher einer der säuerlichen Apfelsäfte und der Tobas auch und obwohl man oft der Meinung war, oder auch wir, dass in den asiatischen Raum eher oft süßere Äpfel wie Ajonagold oder Grafensteiner bevorzugt wird. Aber nein, es sind eher die säuerlichen Sorten. Sehr interessant. Und ihr macht ja auch noch andere Sachen. Ich will ja die anderen Obstsorten jetzt nicht zu kurz kommen zu lassen, weil ihr macht ja auch Schnäpse, über die würde ich dann auch noch gern kurz mit dir reden. Aber ihr habt ja auf eurer Obstplantage, wie groß ist die? 10, 11 Hektar? Oder? Die ist 10 Hektar ungefähr. Wir haben 7 Hektar Äpfel in Anbau, ungefähr 2 Hektar Williams. Williams ist auch ein wichtiges Thema. Die Williams brauchen wir auch für unseren sogenannten Donnerwetter. Das ist ein Birnenapfelsaft, der zu 70% aus Birne besteht und 30% aus einer Apfelsorte. Mhm. Die Apfelsorte deswegen, dass sie ein bisschen Säure in dieses Produkt hineinbekommen, weil ein reiner Birnensaft eher sehr wenig Säure hat und sehr mild schmeckt, um das ein bisschen aufzupeppen. Und dann 1 Hektar Marille und da schon seit fast 20 Jahren die ungarische Beste, wie es in der Wachau angebaut wird, weil eben auch wieder zurückzukommen auf den Klimawandel, die Gegend hier auch das Klima wärmer wird und diese alte Sorte, die ungarische Beste, auch in unseren Klimaten hervorragend gedeiht. Das wäre vielleicht vor 20 Jahren nicht gegangen. Im Gegenteil, wir haben jetzt diesen Vorteil noch gegenüber der Wachau, dass wir später in der Vegetation sind, um dann, wenn die Blütenfröste sind, oft mit Glück davonkommen, dass wir keinen Frostschaden haben. Das während heißt, der Blütezeit. Ja. Während in der Wachau, die dann schon weiter sind oder schon blühen, dann eher Frostschäden vorstatten. Und was passiert mit den Marillen? Die Marillen werden zu Nektar weiterverarbeitet, was wir seit 3 Jahren ungefähr machen, zu Marillennektar. Und die Helga, meine Frau, macht davon auch eine Marillenmarmelade. Eine hervorragende, für ja. Eine hervorragende. Und den Marillennektar, der geht auch ganz normal in den... Also ihr verkauft sie an den Handel, also man kann euch ja auch in der Feinkost, in Delikatessen oder besonders ausgewählten Läden gibt es ja eure Säfte oder auch in der Gastronomie, also sehr stark auch in der Spitzengastronomie. Wie teilt sich denn das auf? Also die Handel und Gastronomie, also vom... Ja, Handel ist ja sehr, sehr klein. Feinkostanteil ist ein bisschen mehr und der Hauptanteil ist sicher die Gastronomie. Also der Hauptanteil, ja, den ihr habt, geht ja in die Gastronomie. Und hier durchgehend vom ganz einfachen Landgasthaus bis zum 5-Hauben-Restaurant. Und wenn ich euren Apfelsaft, ich kann es ja auch direkt bei euch beziehen, wahrscheinlich nicht eine Flasche, aber das kann ich ja dann übers Internet bestellen. Ja. Ihr liefert es ja auch. Nur damit unsere Zuhörer ein bisschen eine Vorstellung haben, dieser handgemachte Apfelsaft kostet natürlich mehr als ein normales, sage ich jetzt, Backerl im Tetrapack im Supermarkt. Wo liegt denn das preislich, nur damit man so ein bisschen eine Einordnung hat? Das Preisniveau liegt bei uns ab Hof von den Apfelsäften bei 5,90 Euro. Okay. Gut. Aber das ist eben, der Aufwand ist halt enorm von der Ertragsbeschränkung, von der ganzen Kultivierung, von der Pressmethode,
Das ist eben, euer Qualitätsanspruch ist ein enormer und ich glaube, das hat man jetzt eh schon sehr deutlich gehört, was es eigentlich heißt, was da ins Glas reinkommt, nämlich von allem das Beste und das schmeckt man ja auch. Ich würde gern mit dir noch kurz über was ganz anderes, was Hochprozentiges reden, weil es gibt ja nicht nur Apfelsaft, sondern es gibt ja auch gerade die Birne, wird da ja großteils auch reinwandern, die ihr anbaut in Schnaps. Und es würde ein eigenes Gespräch und mehr füllen, deswegen werde ich es jetzt auch nur relativ kurz halten. Aber was mich interessieren würde, ist, der Schnaps hat ja auch einen, also ich brauche ja auch sehr viel Frucht und den Qualitätsanspruch, den ihr ja jetzt beim Apfelsaft habt, welche Früchte verwende ich überhaupt? Ja, also keine, die am Boden gefallen sind, sondern wirklich mit der Hand gepflücktes Obst, Birnen, Äpfel, ja, was auch immer, das wirst du uns dann noch ein bisschen ausführen. Wie viel brauche ich eigentlich? Und beim Schnaps gibt's ja auch dieses Thema, dass ich nicht alles verwenden kann, was sozusagen im Produktionsprozess rauskommt. Also da wird ja auch relativ viel Vor- und Nachlauf weggeschüttet. Also wie kannst du da so ein bisschen so einen Überblick geben, wie das bei euch gehandhabt wird? Ja, so ein bisschen ein Gefühl kriegen. Ja, also bei dem Thema Williams, also wie hast du eh schon erwähnt, nur die besten Früchte zu verwenden. Ich bekomme aus 100 Kilo Williams-Maische ungefähr 6 Liter fertigen Williams-Schnaps heraus. Und das ist ungefähr 3% Ausbeute. Also ich bekomme 3 LA ungefähr Liter Alkohol, das aber hochprozentig gerechnet aus 100 Liter Williams-Maische heraus. Bei dem Brennen ist so, wir brennen nach der alten Methode, also Doppelbrennen. Das heißt, wir brennen zuerst den sogenannten Rauder-Luther-Brand. Da wird die vergorene Williams-Maische relativ rasch zu Gärende abdestilliert. Da bekomme ich einen gewissen Raubbrandanteil um die 30-35 Volumenprozent. Und diesen Raubbrand, der wird dann noch einmal wird gesammelt und wird dann noch ein zweites Mal destilliert. Das ist dann der Feinbrand. Und hier beim Feinbrand trenne ich dann noch einmal in Vor-, Mittel- und Nachlauf. Es kommt eine gewisse Menge Vorlauf weg. Da ist Methanol drinnen, unangenehme Duft- und Geschmacksstoffe, die nach Kleber erinnern, nach Uhu. Dann kommt das sogenannte Herzstück, das wir dann verwenden für unseren trinkbaren Williams. Und dann kommt der Nachlauf. Ab einem gewissen Volumenprozent, der aus der Brennblase rinnt, stellen wir dann um auf Nachlauf und dieser Nachlauf wird auch verworfen. Also der Vornachlauf wird verworfen und wir bekommen dann eben nur diese 3% Ausbeute heraus. Je nach Zuckergehalt. Das kann natürlich einmal 3,5% sein, kann aber auch einmal 2,5% sein. Und wenn man Beeren brennt, dann haben wir nur reine Beerenbrände produziert, dann hat man oft nur eine Ausbeute von 1 bis 1,5%. Und welche Beeren sind das? Das ist jetzt die Elsbeere, eine eher sehr seltene Beere. Oder wir haben auch gerne gemacht Obstler, also Obstcuvées. Das ist der klassische Edelobstler Apfelbirne und eine Drittfrucht dazu. Die Drittfrucht war entweder die Holunderbeere oder die Himbeere. Und dort habe ich auch bei der Holunderbeere und Himbeere eine Ausbeute auch von 1 bis 1,5% pro 100 Liter. Das ist ja auch der große Unterschied zur Industrie, ja. Und du hast es ja gesagt, also wenn ihr mehr oder weniger den Teil, den ihr nicht verwendet, der eben Aceton, Geruch etc. hat, das ist ja auch das Erkennungsmerkmal von einem schlechten Schnaps, oder? Wenn ich jetzt einen Schnaps trinke und es hat so einen Klebstoffgeruch, dann weiß ich, es ist ein industriell gefertigtes Produkt. Ja, vor allem in schlechter Qualität. Ja, es wurde schlecht die Trennung durchgeführt und der Industriealkohol oder der Industrieschnaps ist ja dann auch so, dass man dann auch Aromastoffe verwendet, dann Alkohol aus der landwirtschaftlichen Produktion, hochprozentigen reinen Alkohol dazusetzt,
Das ist dann eine Verwischung des Produktes. Aber unsere Schnäpse sind, da steht auch drauf auf dem Etikett, 100% reiner Apfelbrand oder Williamsbrand. Und was sehr wichtig ist, was am Etikett, wenn man das liest, österreichischer Qualitätsbrand, das sagt aus, dass dieser Schnaps, der in der Flasche drin ist, zu 100% aus Früchten destilliert ist. Da müssen eigene Kodexwerte praktisch vorhanden sein, die man dann durch grafische Untersuchungen praktisch kontrollieren kann. Okay, sehr gut. Aber das, ja, also da. Während ich von der Industrie kann ich bekommen einen Williamsbrand, da steht ein alter Williamsbrand oder ein feiner, aber steht nicht österreichische Qualitätsobstbrand, dann ist es schon mit Vorsicht zu genießen, weil dann ist sicher schon irgendetwas manipuliert dabei. Alles klar. Na gut, das war aber jetzt der Ausflug in den Schnaps. Ja. Wir führen ja das Gespräch, aber es gibt ja noch eine wichtige Person im Unternehmen und in deinem Leben, das ist die Helga. Und ihr teilt euch ja die Arbeit auf. Wo ist dein Bereich und wo ist der Helga ihr Bereich? Ich meine, wenn man verheiratet ist, so viele Jahre, wie viele Jahre sind es denn schon, Reinhard? Ja, über 40 Jahre. Über 40 Jahre. Also kennen tun wir uns über 40 Jahre. Ich kenne die Helga seit dem 17. Lebensjahr. Also schon, ja, ihr verbringt ein ganzes Leben zusammen und ihr arbeitet auch ein ganzes Leben zusammen. Und ich meine, das ist ja nicht immer ganz einfach. Aber wie habt ihr euch das aufgeteilt? Also wer ist für was zuständig? Ja, die Helga ist zuständig für das ganze Marketing, für die ganze Arbeit im Büro, für den Verkauf, für Präsentationen, wo wir irgendwie unsere Produkte auf einer Messe oder auf einer Ausstellung präsentieren, für den Verkauf ab Hof. Im Büro ist ein sehr großer Anteil an der Arbeit, der ganze Briefverkehr und alles, was stattfindet. Und ich bin eher zuständig für den Bereich der Landwirtschaft. Das heißt, die Produktion während des ganzen Jahres draußen in der Anlage, dann während der Arbeit dann beim Pressen. Aber auch hier ist die Helga sehr oft im Einsatz. Das heißt, beim Füllen des Apfelsaftes ist sie immer vor Ort und führt die Füllung durch. Sie macht die ganze Etikettierarbeit, die ganze Verpackungsarbeit. Also ein sehr vielfältiges Programm, was sie eigentlich hat. Und nebenbei noch die Hausfrau. Und ihr teilt es euch so auch gut ein? Also jeder hat seinen Bereich? Jeder hat seinen Bereich. Einer hilft aber den anderen, wenn einmal dort was ist, dort was. Und ja, und ist eigentlich schön, wir sind eigentlich den ganzen Tag irgendwo, nicht immer beisammen, ja, die ganzen 24 Stunden pro Tag, aber doch, wir arbeiten gemeinsam. Im Sommer habt ihr aber Erntehelfer, nehme ich an. Wir haben Saisonarbeitskräfte, Erntehelfer, die uns die Ernte durchführen. Das wäre natürlich nicht möglich im Familienverband, sondern da haben wir dann je nach Apfelernte 6 bis 8 Aushilfskräfte, die zum Großteil aus Rumänien kommen oder Tschechien. Sehr schön. Ja, jetzt ist ja schon ein bisschen die ruhigere Zeit. Die Apfelernte ist zu Ende. Der Apfelsaft ist gemacht. Aber der Apfel ist ja, sage ich, auch kulinarisch, spielt da ja einige Stückerl. Kochen tust du ja nicht, Reinhard. Das Nein. ist ja der Helga ihr Metier. Deswegen Nein. frage ich dich jetzt auch nicht um Kochtipps, sondern frage dich zum Abschluss noch, was ist denn dein Lieblingsgericht? Und das muss jetzt nicht unbedingt was mit Apfel sein, aber das will ich von jedem meiner Gesprächspartner immer gerne wissen, was denn da deine Vorlieben sind. Dass du gern Apfelsaft trinkst, das weiß ich. Ja, meine Lieblingsgerichte, also jetzt von der kulinarischen Seite, von der süßen Seite, ein guter Apfelkuchen oder was die Helga auch ganz vorzüglich machen kann, einen ausgezogenen Apfelstrudel. Der Klassiker. Den kann sie perfekt. Und von den Hauptgerichten, ja, gern ein Wiener Schnitzel. Und auch sehr gerne Fisch. Also sehr klassisch, aber dann doch irgendwie der Fisch kommt auch nicht zu kurz. Kommt auch nicht zu kurz, aber hier auch eben einen klassischen Fisch. Nicht unbedingt Meerestiere oder Krustentiere, das muss es nicht unbedingt sein. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, Reinhard, wir trinken jetzt noch ein bisschen Apfelsaft. Ja, gerne. Und ich sage herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Ich sage danke. Danke dir. Das war das Küchengespräch für heute und nicht vergessen, genieße das Leben und lebe den Genuss. Deine Küchenfreundin Isi.